Unsere DVD-Neuheit von dieser Woche, die ab jetzt in den Läden erhältlich ist, heisst Jane Eyre und ist eine Adaption von einem Roman von der Charlotte Bronte. Es ist ein Liebesdrama und es geht um eine Frau, die als Hauslehrerin eingestellt wird und sich dann in ihren Arbeitgeber verliebt. Wie das aussieht, das sehen wir jetzt in einem Ausschnitt. Es ist noch nicht offiziell, aber er hat beim Juwelier Schmuck bestellt und trifft Vorbereitungen für eine Europareise. Mademoiselle? Er hat sogar angefangen zu singen. Die Opernarien, die Miss Ingram so liebt. Ich bin mir sicher, er wird es bald bekannt geben. Sie werden heiraten. Mrs. Fairfax hat wohl ausgeplaudert, dass ich meinen Kopf in die heilige Schlinge zu legen gedenke. Adele muss dann zur Schule gehen. Ich suche mir eine andere Stellung. Ich gratuliere Ihnen, Sir. Thornfield ist ein wunderschöner Ort im Frühling, nicht wahr? Ja, Sir. Sie werden es bedauern, wegzugehen. Aber so ist es oft im Leben. Kaum hat man sich irgendwo niedergelassen, schon ruft eine Stimme: Steh auf und zieh weiter. Ich werde für Sie eine neue Stellung finden, die Sie hoffentlich annehmen werden. Sobald Sie mir den Marschbefehl geben, werde ich gehen. Muss ich wirklich auf eine so treue, bezahlte Untergebene wie Sie verzichten? Das müssen Sie. Wir waren gute Freunde, nicht wahr? Ja, Sir. Ich habe ein sonderbares Gefühl, was Sie betrifft. So als wäre mein Herz mit Ihrem Herzen verbunden durch ein unsichtbares Band, Jane. Und wenn Sie mich verlassen, wird dieses Band zerreißen, davor habe ich Angst. Dass ich so leide, dass ich innerlich verblute. Denn Sie würden mich vergessen. Wie sollte ich? Ich hatte hier ein erfülltes Leben. Es wurde nicht auf mir rumgetrampelt, ich bin nicht zu einem Stein erstarrt. Ich wurde nicht ausgeschlossen von allem, was hell und schön ist. Ich habe Sie kennengelernt, Mr. Rochester. Und es schmerzt mich zutiefst, von Ihnen fortgerissen zu werden.